Für den Anachoreten jedoch zählt nur dieses einzige Moment an Relevanz, dass dieses dreifach verschlungene Gefängnis sich auf sich selbst dennoch irgendwie zurückspiegeln kann, zuweilen, und nur auf die Betrachtung, das Anglotzen dieses Phänomens, das sich selber im sich sehen, im sich sehen machen, im Spiegel seiner selbst verwundert anblickt, wie die Welt in diesem Sehen entsteht und zurückblickt, in dieser Blendphänomenalität an Theaterposse, wie es da aufzieht in einigen Akten bis Aktionen. Allein darauf kommt es an, das zu betrachten, nicht da auf die Bühne zu gehen und mitzuspielen, sondern wie jener Zwanghafte in der Loge zu sitzen, in seinem kleinen Kabäuschen, und sich zu fragen, wer hinter diesem Theatervorgang wohl die Fäden ziehen möge, damit diese Püppchen da so elegant ihre Gliedmaßen herumwerfen, wie das, ich glaube, Kleist als die größere Eleganz beschrieben hat, von starren Puppengliedern verglichen mit den Zirkusreiterinnen oder den Balletttänzerinnen. Ich weiß nicht mehr, war das Kleist? Jedenfalls ein kurzes Aufsatz über die Ästhetik des Puppenspiels.